davon gehört, vielleicht hörst du es zum ersten Mal, lass mich da ganz von vorne einsteigen. Es gab einen Wissenschaftler namens Dr. Harnisch, der in den 1920er Jahren mithilfe seiner mikroskopischen Kamera die fünfte Herzkammer entdeckt hat. Also die ist real, weil es wird manchmal so verkauft, als wäre das irgendwas nur Spirituelles, was man sich so daher gedacht hat. Nein, die ist real, fotografiert, ausgemessen, alles. Und doch wird kaum darüber gesprochen. Über so ein sehr besonderes Stück Gott in uns. Und zwar befindet die sich direkt an der Hinterwand unseres Herzens. Sie ist luftdicht verschlossen, befindet sich praktisch direkt am Brustbein, im hinteren Bereich unserer Brust. Winzig klein, mit einem Durchmesser von ungefähr 4 mm. Wie gesagt, luftdicht verschlossen. Mediziner nennen sie auch Hotspot, weil in dieser fünften Herzkammer eine Temperatur von 100 Grad herrscht. 100 Grad, wo wir sonst nur eine Körpertemperatur von ungefähr 36 Grad haben. Spannend ist auch, dass diese fünfte Herzkammer ganz besonders geschützt ist, nämlich von unserem Sinusknoten. Der Sinusknoten ist der Taktgeber unseres Herzens, der umschließt die fünfte Herzkammer praktisch. Bei Operationen wissen die Chirurgen, dass sie auf keinen Fall an den Sinusknoten kommen dürfen. Also der wird weiträumig gemieden, weil schon eine einzige Berührung zum sofortigen Tod des Patienten führt. Also du stirbst sofort, wenn jemand den Sinusknoten berührt. Und dieser Sinusknoten praktisch umschlingt die fünfte Herzkammer. Einen besseren Schutz, glaube ich, gibt es nicht wirklich. Alles in allem ist es ziemlich ungewöhnlich, außergewöhnlich, aber es wird noch bemerkenswerter, weil dieser Dr. Harnisch, der machte faszinierende Aufnahmen, und zwar von dem Innenraum dieser fünften Herzkammer. In dieser winzigen Kammer befindet sich die geometrische Form eines Dodekaeders. Das ist, für die, die es nicht wissen, diese heilige geometrische Form, die aus 12 gleichmäßigen Fünfecken bestehen. Es hat dann praktisch eine Kugelform, die aber aus 12 gleichmäßigen Fünfecken besteht. Das Dodekaeder ist dem Element Äther zugeordnet, das auch wiederum das fünfte Element genannt wird. Wir machen das im Teki-3-Kurs zum Beispiel, dass wir die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft in Harmonie bringen in uns, darüber lernen, was sagen die aus und die praktisch in uns in Harmonie bringen. Und wenn die in Harmonie sind, dann kommen wir praktisch in die Mitte, ins fünfte Element, in den Äther. Und dieses fünfte Element ist dann natürlich immer der Herzbereich. Also das Dodekaeder gilt als heiligster dieser platonischen Körper, die wir kennen. Und in den alten Mysterienschulen zum Beispiel durfte es nur den Eingeweihten bekannt sein. Die wussten, wie man mit dem Dodekaeder richtig umgeht. Denn bei korrekter Anwendung besitzt es starke Kräfte, die uns mit der Christusmatrix verbinden und praktisch wieder die Christusenergie in uns aktivieren. Es kommt aber noch besser. Dr. Harnisch hat das Dodekaeder abgelichtet, also fotografiert, und diese Aufnahme stark vergrößert. Und das hat er bei mehreren gemacht, bei mehreren Menschen. Darin zu sehen war eine menschliche, androgyne Gestalt, also in dem Dodekaeder drin. Erwachsen und doch auch ganz vollkommen jugendlich bzw. alterslos, hat er es ausgedrückt. Ganz egal, wie alt der Mensch, also der menschliche Körper ist, es ist immer diese alterslose Gestalt im Dodekaeder zu stehen. Sie steht aufrecht, ohne die Wände des Dodekaeders zu berühren.
Dr. Hanisch hat in diesem Zusammenhang vom göttlichen Atom oder auch der göttlichen Präsenz gesprochen, die in uns allen wohnt und die praktisch die ursprüngliche Vollkommenheit des Menschen darstellt, der wir sind, die wir sind. Jesus Christus hat schon gesagt, wahrlich, ich sage euch, das Königreich Gottes ist in euch. Und wenn ich das noch lokalisieren müsste, würde ich eindeutig sagen, das Königreich Gottes ist in unserem Herzen, in unserem Herzchakra, in diesem Herzenergiefeld, über das ich auch letztes Mal gesprochen habe, das Torusfeld, und in diesem absoluten Kern in der fünften Herzkammer. Ist diese fünfte Herzkammer also lokal und auch spirituell betrachtet der heiligste Ort des Menschen? Ist diese Gestalt, die Blaupause der göttlichen Matrix, unsere Urmatrix, die genauso unantastbar ist wie diese körperliche Kammer? In jedem Fall ist sie ein Ort großer spiritueller Kraft und ein ganz zentrales Element in unserem Aufstiegsprozess. Kommen wir mal zu unserem Blut. Da wirst du mir nicht widersprechen, das hängt auch, zumindest in dem, wie wir gelehrt werden, absolut mit unserem Herzen zusammen. Aber vielleicht auch nicht ganz so, wie wir glauben. Das Blut als Träger unserer Lebensenergie wurde auch schon ganz anders bezeichnet und erforscht. Jedes Blutmolekül, das durch unser Herz fließt, ist aufgeladen mit der Information unserer Trinität, also Körper, Seele, Geist. Jedes Molekül. Deswegen wird unser Blut auch Träger der Seele genannt. Und bereits Rudolf Steiner hat sich sehr klar dazu geäußert, dass nicht das Herz das Blut durch den Körper pumpt, sondern das Blut aus sich heraus in Strömungsspiralen im Körper zirkuliert. Und so nehme ich das übrigens auch wahr. Das Herz würde durch das Blut angetrieben und andere Prozesse unterstützen, wobei er auf den Blutfluss in Embryonen hinwies, der bereits vor der Entstehung des Herzens sichtbar ist, und zwar in diesen Spiralen. Und ich erzähle das immer in meinen Seminaren, dass praktisch alles Göttliche nicht einfach linear fließt, sondern immer spiralförmig. Auch die Energie aus unserer Zirbeldrüse, die wir aussenden, unsere Manifestationsenergie, unsere Herzensenergie, aber auch die Verbindung zur Erde und zur Quelle über unser Wurzel- und Kronenchakra, all das ist nicht statisch oder linear, sondern immer in Bewegung, pulsierend und von der Form her in Spiralen, kleiner und größeren Spiralen. Jetzt fließt also das Blut regelmäßig auch durch den Hotspot, also durch diese Herzkammer, in der 100 Grad gemessen wurden, wo es durch diese hohe Temperatur und auch durch die Berührung mit der Urmatrix ständig gereinigt und transformiert wird. Also transformiert im Sinne von, wenn es mit der reinen Information der Urmatrix wieder in Kontakt kommt, dann ist diese Programmierung immer stärker als das Niedere, was wir vielleicht im letzten Herzschlag aufgenommen haben oder in den letzten Minuten, in denen unser Blut praktisch durch den Körper gelaufen ist. Und das bedeutet, wir bekommen immer wieder ein Stück Information aus unserer Urmatrix zurück. Schwingungserhöhung hängt immer auch mit Temperaturerhöhung zusammen. Das wissen wir, das schreibe ich auch in meinem Buch darüber. Logischerweise ist also diese Transformation und damit auch die Energie und Information in unserem Blut umso stärker, je stärker unsere Herzkraft wirken kann. Je offener also unser Herz, je besser unser Kontakt mit unserer Urmatrix, je klarer wir in unserer Wahrheit und Authentizität stehen, umso gesünder und reiner ist auch die Kraft unseres Blutes. Und je stärker strahlt unser Blut
das durch unser ganzes Sein fließt, unsere Wahrheit aus. Also es bedingt sich von beiden Seiten. Und wenn wir gerade bei Herzenswahrheit sind, dann ist unbedingt auch der Dualseelenprozess zu erwähnen. Die Wahrheit kennen wir immer ganz tief in unserem Herzen. Die Frage ist nur, wie gut hören wir darauf? Reif für das universelle ewige Wissen, die Weisheit, werden wir eben dann, wenn wir lernen, dass alles in uns liegt. Und wenn wir uns wieder der unendlichen Liebe und Weisheit unseres Herzens öffnen. Wenn wir nicht mehr im Außen suchen, sondern nach innen gehen. Genau dann eröffnen sich uns die Antworten und Weisheiten, die wir so lange gesucht haben. Und genau dann werden wir sie nicht mehr missbrauchen, denn dann sind wir bereits gewandelt innerlich. Es ist die Rückverbindung mit allem, was wir sind, mit unserer eigenen inneren Schöpferkraft, unserem göttlichen Kern, unserer Ich-Bin-Gegenwart. Unser Verstand war nie als Machthaber vorgesehen, sondern er war immer als Diener des Herzens gesehen. Als Verwalter der Herzintelligenz, kann man auch sagen. Als logische Ergänzung. Wenn wir uns wieder mit der Kraft unseres Herzens verbinden, mit der höchsten Intelligenz in uns, dann kommt dieses Verhältnis auch wieder in die göttliche Ordnung. Wir müssen nicht unseren Verstand verlieren. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, weil manchmal kommt das so rüber wie, hör gar nicht mehr auf deinen Verstand, hör nur noch auf dein Herz. Das ist so auch ein bisschen verzerrt dargestellt. Da denken manche, jetzt muss ich total verblöden oder dann geht mir meine Intelligenz verloren. Nein, so ist es nicht. Wir sollen nur das Verhältnis wieder richtig stellen. Und mit dem Wissen um die fünfte Dimension kann auch unser Verstand dann mitgehen. Er wird mit transzendiert. Und übrigens ist das auch sehr ökonomisch von unserem ganzen Energiesystem. Denn während wir früher ganz viel Zeit mit Hin- und Herdenken und Abwägen zugebracht haben, mit Pro- und Kontralisten und so weiter, können wir jetzt einfach dem inneren Rat folgen. Der Verstand als Diener findet dann direkt die Umsetzungswege und wir erledigen alles wirklich in einem Bruchteil der Zeit. Also das merke ich immer wieder in meinem Alltag, wie viel schneller alles geht. Ich wurde gerade neulich gefragt, Mensch Sandra, was du alles machst, wie oft hast du dich eigentlich schon geklont? Ja, ich glaube, ganz viel liegt wirklich daran, dass ich einfach der Kraft meines Herzens folge und mein Verstand darauf trainiert ist, das direkt umzusetzen, was da ankommt und in die Tat gebracht werden möchte. Und ich spare mir so unglaublich viel Zeit. Wenn wir uns diesen Zugang zum Herzen und letztlich zum tiefsten Punkt des Herzens, zur fünften Herzkammer öffnen, dann öffnet sich sozusagen auch der Dualseelenprozess. Vielleicht sind wir da schon drin, vielleicht nicht, vielleicht steht es gerade an, vielleicht ist auch schon ein Stück davon bearbeitet. Jeder ist da woanders. Ich erkläre das auch ganz genau im Seelenkraftseminar. Was aber mit dieser absoluten Verbindung zur fünften Herzkammer angestoßen wird, ist, dass ab diesem Punkt der Dualseelenprozess bewusst stattfindet. Und das ist der Unterschied. Glauben wir nur, dass es eventuell unsere Dualseele sein könnte oder dass das irgendeine karmische Verstrickung ist? Oder sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo uns vollkommen bewusst ist, was hier läuft? Und dann bekommen wir wieder Zugang zu diesem ewigen Wesen in uns, dass wir beide als Dualseelen sind. Dualseelen verschmelzen, wenn sie ihre Seele in bedingungsloser Liebe und absoluter Urteilsfreiheit wieder vollendet haben. Denn es ist eine Seele in zwei Körpern. Wenn wir jetzt uns fragen, was ist jetzt die Quintessenz aus all dem? Was nützt mir dieses Wissen? Die fünfte Herzkammer, hat Hanisch gesagt, die fünfte Herzkammer liegt im Körper hinter dem Brustbein und bildet gleichzeitig das Auge des Torusfeldes um unser Herz.
Genau an dieser Stelle befinden wir uns also im Auge des Tornados, wo wir gleichzeitig den inneren heiligen Raum in uns erfahren und auch Ruhe und Frieden und Klarheit in uns verspüren, als auch ein sehr starkes schöpferisches Feld zur Verfügung haben. Und durch die Aktivierung des Torusfeldes, das haben wir in Teil 2 gemacht, ist die fünfte Herzkammer also für uns spürbar. Sie wird immer mehr spürbar. Durch Liebe sind das Herz und sogar die Wärme, die Hitze der fünften Herzkammer deutlicher spürbar. Je offener also unser Herz ist, je mehr Liebe durch uns strömt, auch in Form unseres Blutes, das dann unsere ganzen Körper, unsere ganzen Zellen, alles in uns erweckt und neu informiert, umso klarer nehmen wir dann auch die fünfte Herzkammer wahr. Diese Liebe, die spüren wir manchmal auch durch die direkte Liebe zu einem anderen Menschen oder Wesen. Nach und nach finden wir uns in einem Aufstiegsprozess in die bedingungslose Liebe zu allem. Und wir sind durch diesen ständigen Herzkontakt mit der Welt auch im ständigen Gefühl der Wärme und des Friedens in uns. Und so erkennen wir unsere wahre Größe und Schöpferkraft, unser wahres Wesen. Wenn die unendliche Liebe im Herzen wieder fließt, dann erkennen wir ganz klar die Wahrheit und alle Illusionen lösen sich auf. Mit der Verbindung mit unserem wahren Selbst sind wir direkt mit der göttlichen Urquelle verbunden. Und das sind wir sowieso immer. Aber wenn wir eben noch angstvolle Konditionierungen in uns haben, dass Liebe gefährlich ist, dass es weh tut, dass das Herz verschlossen bleiben muss, dass unser Verstand höher steht als unser Herz und so weiter, dann kommen wir da nicht richtig ran, dann fließt es nicht und dann tut sich auch diese Wärme im Herzen nicht auf. Das fühlt sich dann kalt und eng an. Und wie bereits erwähnt, ist die fünfte Herzkammer auch dem Element Äther zugeordnet, das wiederum auch als das fünfte Element bezeichnet wird. Du kannst dir das mit den Elementen vorstellen wie ein gleichschenkliges Kreuz, das praktisch auf der horizontalen Linie die Elemente Feuer und Wasser und auf der vertikalen Linie die Elemente Erde und Luft harmonisiert. Und das, was sich dann in harmonisierter Form in der Mitte im Herzen trifft, ist eben mehr als die einzelnen Anteile. Es ist die Quintessenz, das fünfte Element. Und gerade das, was ich angesprochen habe, wenn wir eben noch ungute Konditionierungen in uns haben, dann ist es einfach so, dass wir zum Beispiel das Männliche ablehnen und das Weibliche mehr wollen. Ja, aber Luft ist männlich, Erde ist weiblich. Wenn wir diese Achse harmonisieren wollen, dann ist es wichtig, dass wir auch diese Qualitäten in uns harmonisieren. Genauso Feuer und Wasser. Feuer ist männlich, Wasser weiblich. Also wir finden überall immer wieder in allem, was wir sind, die Einladung, in die Mitte zu kommen, die Polaritäten anzunehmen, wahrzunehmen, auch zu leben, aber zu wissen, die Wahrheit ist immer in der Mitte. Und nur in der Mitte bin ich auch fähig, die Kräfte von Himmel und Erde in uns in Einklang zu bringen. Und es geschieht immer im Herzen, durch die Quintessenz dieser Kräfte. All das gibt uns dann einen enormen Energiezuwachs und öffnet uns in unserem Leben immer mehr für die Liebe, für die Wahrheit und auch für die Ewigkeit. Die Quintessenz, die sind wir selbst. Jeder Mensch in seiner Wahrhaftigkeit ist die Quintessenz. Und die Quintessenz ist letztlich immer Liebe. Wenn du jetzt möchtest, dann folge mir in eine kleine Meditation, in der wir zur fünften Herzkammer reisen. In deine Urmatrix, dein göttliches Zentrum. Schließe deine Augen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und zentriere dich in deinem Herzen. Mit jedem Einatmen wird dieser Herzraum weiter und größer
Mit jedem Ausatmen sinkst du tiefer hinein. Sei dir bewusst, dass du von deinem Herzen aus bis tief in die Erde hinab, bis zum Mittelpunkt der Erde verbunden bist. Und genauso nach oben, durch das ganze Universum, bist du verbunden immer mit deinem göttlichen Ursprung, mit der göttlichen Quelle. Stell dir das vor wie eine Acht, die sich in deinem Herzen trifft. Nach unten schwingst du dich zur Erde, nach oben zur Quelle und du kannst dies wie eine Rutschbahn immer wieder bedienen. Und während du einmal oben in der Quelle bist, bist du dir deiner inneren Absicht bewusst, jetzt in deine fünfte Herzkammer geführt zu werden. Und dann reist du wieder in deinen Herzraum und bleibst da. Komm hier ganz an. Schau dich um. Und lass dich anziehen von dieser Stelle. Ganz in der Mitte deines Herzfeldes, deines energetischen Herzraumes. Lass dich dahin führen, an dein Brustbein, in den hinteren Bereich und nimm den Sinusknoten wahr, den Taktgeber deines Herzens. Nimm wahr, wie er pulsiert. Nimm wahr, wie in diesem Herzen sich alles trifft, das Blut, das ständig immer wieder durchfließt und auch alle Energien aus deinem Körper, aus Mutter Erde, aus der göttlichen Quelle. Hier ist das absolute Zentrum. Und dann sei dir bewusst, dass du in der Form, wie du jetzt in deinem Herzen bist, als reiner Geist in deine fünfte Herzkammer schauen kannst. Und sei dir bewusst, dass das ein heiliger Akt ist und lass dich ganz dorthin führen. Nimm wahr, wie dir der Blick geöffnet wird. Nimm das Dodekaeder wahr und das göttliche Wesen, das ewige Wesen, in diesem Dodekaeder, in deiner fünften Herzkammer. Nimm es wahr, wie sieht es aus, wie fühlt es sich an? Gehst du direkt damit in Resonanz? Kommen da Botschaften bei dir an? Was auch immer es ist, begib dich ganz in diesen unglaublichen Prozess und kommuniziere und nimm wahr, solange du es möchtest, mit deinem heiligen inneren Kern, mit deiner ewigen Blaupause, Urmatrix, deinem wahren Kern.
Und du brauchst auf keine besondere Art wieder zurückkommen, denn du bist schon ganz in dir. Besser kann man nicht zentriert sein. Nimm einfach wieder ein paar ganz bewusste Atemzüge.